Was war hier? Da war der Weg nach ganz unten. Den Dreck hier soll ich mal zukleben. Was bist du denn für ein Assi? Schnauze. Oh nein! So. Zu. Ja, wo kommen die Typen her? Von draußen? Was bist du für ein Spacko? Ich muss immer mal wieder auf die Uhr gucken. Ich nehme jetzt vielleicht seit 10 Minuten oder Viertelstunde oder so auf. Schon wieder. Mal wieder nichts geschafft hier. So. Jetzt gehe ich mal langsam wieder mal hier runter. Ich hab ihn angeguckt! Fick dich! Jetzt geh, stirb, Mann. Come on. Er wird gleich wiederkommen, das weiß ich. Da ist er. Oh Gott. Oh Gott. Geschichte war. Gott. Ist die Rüstung eigentlich? Nee, die ist noch gut. Ich bleib besser erstmal da oben. Ich wünsche, es würde hier so einen Enterhaken geben wie bei Terraria. Das will ich auch noch mal irgendwann spielen. Jo. Huch, ach so, ich habe mich schon gewundert. Vielleicht komme ich hier wieder nicht klar. Den Weg wieder aus nach oben, ich finde. Jetzt muss ich mal die ganze Scheiße hier aus dem Weg räumen. Jetzt muss man mal sehen, wenn ich hier durch die Gegend laufe. Obwohl, wenn ich da unten bin, dann sehe ich auch nichts. Gott, ich muss mir das erstmal einprägen hier. Ich zieh mir jetzt erstmal die ganze Scheiße hier raus. Oh, was ist das denn? Bin gespannt, was wir noch alles finden. Wieder alles erzählt, oder? So, da ist alles erzählt. Das war's jetzt schon wieder. Ende. Nein, Spaß. Ich meine, weiter. Da fällt mir bestimmt gleich noch mehr was ein. Ach ja. Bestimmt. Wie spät haben wir es denn jetzt? Fällt mir ein WGGW. Das, ich hab, also, so, ich hab eine
Seite bei Facebook. Das ist eine Edgy-Seite. Das heißt so viel wie, ist so ein Anime-Manga irgendwie sowas mit so halbnackten Mädchen. Von Manga-mäßig so. Weißt du, ich pack den Link in die Beschreibung. So. Jetzt habe ich die Seite schon seit letztes Jahr im September oder so. August, September rum. Weiß ich nicht. Ich meine, ja doch, August kommt hin. Jetzt hatte ich letztens eine Nachricht gekriegt von der anderen Seite. WGGW. Ich habe mich gefragt, was ist jetzt WGGW? Werbung gegen Werbung. Das wusste ich aber bis dahin nicht. Da hat sich früher jemand anders drum gekümmert immer. Bei meiner Seite so ein paar Admins und ja, die ist jetzt weg. Die hatte irgendwie was anderes zu tun oder so. Ist auch nicht so schlimm. Ich meine, ich bin froh, dass ich da Admins habe, die mir ein bisschen helfen. Weil die auch Lust dran haben, hier ein bisschen was mit zu tun. Ich finde, das laggt hier alles so ziemlich. Was ist denn das? Mal, irgendwas ist da doch hier. Das denn? Keine Ahnung. So, Musik ist aus. Ja, nee, warte mal, Musik suche ich gar nicht. Grafikeinstellungen, Sichtweite 8 Chunks, was heißt denn das? Soll ich das hier runterschrauben? Ich mach's mal runterschrauben, so. Was ist das denn? Oh Gott! Was habe ich getan? Das liegt jetzt aber nicht an den FPS, oder? Was? Jetzt bin ich hier durcheinander. Ich wollte gerade was erzählen und keine Scheiße. Was? Oh Gott! Ja. Ja, nee, ist klar. Also, ne, und so. Jetzt bin ich erstmal völlig verwirrt. Das war nicht so geplant. Das habe ich mir nämlich noch gar nicht angeguckt. Kriege ich meine normale Einstellung zurück? Hallo? Oh. Hi. Oh. Oh Gott. Oh, wo steht denn? Ey, so kann ich nicht spielen. Hey, lol. Das ist ja übelst lustig. Oh Gott! Super Secret Setting, ja. Ja. Nee. Ist das jetzt wieder normal? Nee, schwarz-weiß. Ich krieg einen Vogel. Nee, so grautonmäßig, nicht schwarz-weiß. Warum sehe ich das nicht? Kann das sich nicht mal ausstellen hier? Was soll denn das werden hier? Ah, ich brauche eine Brille. Alter, ich krieg's mit den Augen. Ist das jetzt irgendwann mal wieder normal? LSD? So comic-mäßig. So lustig. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt wieder normal kriege. Das ist wieder normal, oder? Ha, na endlich. So, was ich erzählen wollte über die Edgy-Seite. Also, die machen wir. Und WGGW, genau, WGGW. Kam da jemand letztens wieder meine Seite an und ich kümmere mich da jetzt selbst immer drum, irgendwie Sachen zu beantworten. Und da habe ich gefragt, ja, was ist WGGW? Ja, Werbung gegen Werbung. Toll. Habe ich natürlich mitgemacht, na klar, ne, Werbung kann ja nicht mal nicht schaden, ne? Und jetzt war das so, dann habe ich Werbung für die gemacht, so wie ich das immer mache, einmal irgendwie so ein Post, wo drin steht, einmal kräftig auf Like drücken und so und hier und da die Seite, ne, Link zu der Seite, genau, und dann hatten die das auch gemacht mit meiner Seite, so, Werbung, sowieso meine Seite, Edgy Freaks,
Genau. Und auf einmal wundere ich mich, ich gehe zur Arbeit und komme von der Arbeit wieder, schreibt mich da Admin an. Wir haben irgendwie 100 schieß mich tot Leute mehr. Das wurden dann hinterher fast 300 Leute mehr. Und das hört nicht auf, im Moment nicht, noch nicht. Und da hatte ich die einfach mal gefragt, ob ich, ob die mir vielleicht auch mit meinen Let's Plays hier ein bisschen helfen können eben. Und da meinten die, ja, WGGW, ne, und so, und dann so, ja, okay, ne, und dann, ja, sag ich dem Bescheid, wenn die Folge draußen ist. Und, ja, Werbung gegen Werbung, und dann muss ich jetzt erstmal die Seite nochmal nachdenken, wie hieß die? Warte mal, die packe ich auch in, in die Videobeschreibung. Die hießen, warte mal, was war das? Hentai und alles, was dein Herz begehrt. Erwärmt. Alles, was dein Herz erwärmt. So, scheiße. Ah, ich bin dumm. Hentai und alles, was dein Herz erwärmt. Ah. Also, die sind auch ganz lustig. Also, da abends posten die meist auch so Hentai. Aber das ist zensiert und ist ein Link zu dem Originalfoto zu. Gucke ich mir auch immer wieder an. Ich mag die Seite, echt. Auf meiner Seite läuft es im Moment auch. Aber da bin ich im Moment kaum am Posten, weil Dingens da ständig postet. Gray nennt er sich. Also ich weiß, wie der richtig heißt, aber das sage ich jetzt hier nicht. Oder wie er sich nennt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich packe irgendwie alle Links in die Videobeschreibung und so. Und das WGW-Ding nach. Ich poste das, glaube ich, auch nochmal bei Facebook. Besser ist das. Ich habe einen Fehler gemacht. Sorry, Leute, ich habe mich versprochen. Beim ersten Mal. So. Jetzt bin ich auch langsam irgendwie mal am Ende. Mit den Nerven. So genervt, wie ich gerade bin. Und was bist du für ein Hühnchen? Was guckst du so scheiße? In der glubschi Hühneraugen. Ja, auf jeden Fall Edgy und sowas da. Oder Animes generell so. Ich weiß nicht genau. Animes gucke ich eigentlich schon Ewigkeiten lang immer mal. Also ganz früher, wo ich klein war, hat das ja mal angefangen mit Fernsehen gucken. Mit hier Dragon Ball, Pokémon, Sailor Moon, Digimon habe ich auch gerne geguckt. Digimon eigentlich lieber als Pokémon. Weil Digimon war immer wieder was Neues. Jede Staffel, aber Pokémon, naja, immer mit Ash da rumeiern, das ist irgendwie auch nicht so das Pralle. Naja, und Mann, ich bin hier immer noch verwirrt, wo ich lang gehe. Ja, Pokémon spiele ich lieber so als Spiel, als besser als Serie. Auf jeden Fall ja, Animes mit der Zeit immer so mal geguckt. Auch hier ein bisschen Naruto damals. Damals. Klingt schon wieder, als was so lange her wäre. Naruto. Was weiß ich, was da alles lief. Yu-Gi-Oh! Früher habe ich auch noch Karten rumfliegen. Irgendwo. Weiß ich nicht. Und irgendwann kam ich irgendwie über Internet auch wieder irgendwie auf Anime-Serien. Das war 2011 oder so, da hatte ich, irgendwie hatte ich die Figur nebenbei immer wieder gesehen. Ich wusste aber nie, wer das war, und dann habe ich gegoogelt und so rausgefunden, dass da eine Figur, das war Yoko Littner. Und dann dachte ich mir, wo kommt die denn her, aus welchem Anime und so, und dann habe ich mir das angeguckt. Das war auch zu der Zeit, wo ich meinen Unfall hatte, also nach meinem Unfall, konnte ich sowieso nur rumsitzen und nichts machen, weil ich hatte so ein Bänderdehnungsdingen. Es leckt hier ganz toll. Was ist denn das? Keine Ahnung. Erstmal alles ausschalten hier. Was für ein Ding? Verringert. So, in Ordnung, denke ich. So. Auf jeden Fall habe ich dann. Oh Gott, was passiert hier? Es geht gar nichts mehr.